Leute, es tut mir so leid. Es sind 4 ganz, ganz schreckliche Sachen passiert. Eine davon habe ich jetzt schon wieder vergessen. Okay, Leute, kommen wir zur ersten Sache. Leute, ich kann es gar nicht sagen. Es tut mir so leid, Leute. Ich habe Pokémon-Karten in eine Yu-Gi-Oh!-Karte Karten-Dings hier gesteckt. Warum ich das getan habe, seht ihr jetzt. Übrigens, Leute, hey, Leute, willkommen zu einem Video. Ich muss ein Mikrofon. Biberfunverkauf und, Leute, heute ein neues Pokémon-Unboxing. Warum und was, sage ich euch später. Hier habe ich noch ganz viele von den Hüllen drin. Ein paar, weil nur die passen halt hier zu denen rein. Nur die passen da rein. Ich habe hier meine wertvollsten Karten eingepackt. Die hier, glaube ich, mit 20 Euro oder 30, weiß nicht mehr. Die irgendwie 15, weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, die war bei 40. Die war bei 35. Und Leute, die Karte, die wir das letzte Mal gezogen haben, ist die hier. Die kostet 60 Euro. Wenn man sie verkaufen will. Also noch. Ich weiß es nicht, Leute. Der erste Wert, den ich da halt gesehen habe, waren 60 Euro. Finde ich mega, mega krass. Und ja. Kommen wir zur zweitschlimmsten Sache, Leute. Denn Leute, bitte verzeiht es mir. Ich habe mir für 160 Euro diese Box hier bestellt. Kurze Sache, Leute, macht das nicht zu Hause nach. Egal, ob ihr unboxen wollt oder nicht, Leute, tut es euch selbst, tut es euch wirklich selbst nicht an. Kauft es euch nicht. Ich habe es getan, um euch es zu zeigen und euch zu unterhalten, aber tut es am besten nicht. Kurze Warnung. Ja. Tatsache, Leute, habe ich jetzt schon insgesamt fast 400 Euro für Pokémon-Karten ausgegeben seit den letzten 4 Videos. Traurig. Naja. Wir öffnen die jetzt mal gemein. Obwohl, Leute, bevor wir sie öffnen, zeige ich euch jetzt die allerschlimmste Sache. Und zwar in meiner grünen Matte, auf der ich immer aufnehme, seitdem ich sie habe, ist was ganz Schlimmes passiert. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Leute, wartet. Kamera fokussiert, Da. Leute, da ist, weiß nicht, ob man sieht. Da ist eine Einkerbung. Nein, Leute, meine grünen Matte ist aber eine Einkerbung. Das geht ja gar nicht, Leute. Deswegen bin ich sehr, sehr traurig. Und ja. Das war's denn jetzt auch so ziemlich mit allen schlimmsten Sachen. Dann, ja, Leute. Werde ich mal anfangen, diese Box hier zu öffnen. Wir werden heute 18 Karten daraus öffnen. Da sind insgesamt 36 drin, also die Hälfte. Und ja, Leute, ich öffne sie schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Kurzes Update. Ich probiere hier jetzt schon seit 10 Minuten diese doofe Pokémon-Box hier auf. So viel zu dem Thema. Ich kriege sie nicht mehr auf. Ja, das wollte ich vergessen. Leute, mir ist aber die viertschlimmste Sache wieder eingefallen. Ich habe hier hinten einfach immer noch leere Pokémon-Pack-Teile liegen. Und ich habe sie immer noch nicht weggeräumt. Traurig. Achso, und Leute, lasst gerne kostenlosen... Warte. Leute, bevor ich öffne, lasst gerne einen kostenlosen Like und Abo da. Würde mich sehr, sehr doll freuen. Und unterstützen natürlich. Denn wir stehen... es fehlt nicht mehr viel. 48 noch. Und dann habe ich die 500 unglaublichen Abonnenten. Wisst ihr, was mich wirklich am Anfang getriggert hat? Auf der Verpackung sind so Pokebälle drauf. Ich dachte am Anfang, es wären so CDs. Na egal, wir öffnen es jetzt. Leute, warte. Hier. Das ist ein Stapel an Boostern. Der hier, der da. Das sind alle von der ganzen neuen Serie, Leute. Und das sind 36 Booster insgesamt mit denen, die hier hinten noch drin sind. Ich habe mir jetzt insgesamt die Hälfte rausgenommen. Jetzt muss ich noch schnell nachzählen. Und dann beginnen wir, Leute. Also bis gleich. Jupp, Leute.
Leute, es ist exakt die Hälfte. Dann brauche ich natürlich... Leute, den altbekannten Pokémon-Beutel, in dem ich alle Pokémon-Karten, die ich nicht brauche, also halt nicht wirklich wertend reinpacke. Huch. Ich sehe jetzt schon kaum, irgendwann reactet hier jemand drauf und sagt, was ein Vollpfosten, dass ich hier für 500, 400 Euro irgendwie sowas Pokémon-Karten kauft. Leute, wie gesagt, nicht zu Hause nachmachen, wir beginnen jetzt. Huch, da hat man schon eine Karte gesehen. Leute, ich werfe einfach mal alles nach da hinten so ein bisschen. Leute, der Pokémon-Portal ist immer noch offen. Da. So. Dann beginnen wir jetzt. YouTube, spende ich die Kommentare. Oder bei euch. Nein, Spaß. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Karten sind da drin. Ach du heiliger Bemann, das wird viel. Ja, eine gute Karte, glaube ich. Leute, kurze Sache. Ich hätte auch schon noch diesen Chrome, also funkelnden Karten. All die nicht so funkelnd Chrome-mäßig sind, brauche ich nicht. Okay, so ein hässlicher Fisch. Braucht niemand. Huch. Achso, Leute, Schnelltest hat ein Gewinnspiel gemacht. Ich glaube, das ist aber schon zu Ende. Wenn er ein neues macht, dann sage ich euch rechtzeitig Bescheid. Hier, Leute, das ist so Chrome. Wir haben schon eine so Chrome-mäßigere Karte. Direkt! Oh mein Gott, Leute, wir haben direkt den hier. Also ungefähr den. Bloß in einer anderen Form. Jo, oder was? Das ist genau das. Nee, nee, doch nicht. No way, Leute, wir haben direkt schon so eine Chrome-Karte. Geil. Am Ende des Videos zeige ich euch natürlich nochmal alle so die Chrome-Karten, die wir gezogen haben. Aber erstmal packen wir noch diese Karten-Dings, die aus, die ich gekauft habe noch. Das war nochmal zusätzlich 5 Euro. So. Bam, bam. Und raus damit. So, Leute, ich öffne schnell. Oh, die geilen blauen Teile. Oh, die fühlen sich sogar... die Kamera läuft wieder. Ja, Leute, auf jeden Fall habe ich hier jetzt diese blauen Teile. Ja. So, ich halte sie falsch rum. Perfekt, Leute, da packen wir erstmal alle rein. Und dann habe ich noch was für euch, Leute. So, Leute, das sind die Teile hier. Das sind so durchlässige Teile für Karten. Die sind richtig, richtig stabil, Leute. Man kann die richtig gut biegen. Und die sind exakt für die Karten, weil die relativ wertvoll sind. Jetzt packe ich noch schnell die Karten ein. Dann geht's weiter. Leute, die Karten passen da sogar rein. Exakt gut. Jo, geil auf jeden Fall. Ich packe aber nur die Karten ein, wo ich denke, die sind wertvoll. Leute, weiter geht's. Geht das wieder nicht auf? Oh, da kriege ich schon ein bisschen. So, Leute, perfekt. Weg damit. 1, 2, 3. Nach hinten und öffnen. Turm des Wassers. Krebuptak. Keine Ahnung. Servoy. Slurp. Kikugi. Seeper. So ein komischer Rabe. Bronzelt. Ich habe ja auch schon gefühlt 1 Million Mal. Conny Focus. Die ist so Chrome auch. Also pack ich mal auch. Jo, Leute, haben wir auch die Weiterentwicklung von Bronzel. Bronzong. Der Name ist sehr einfallslos, aber auch eine Chrome-Karte, von daher. Let's go. 4 Stück haben wir schon aus 2 Packs. Gute Ausbeute. Ich sehe jetzt schon kaum irgendwelche Leute reacten wieder hier. Ich sehe jetzt wirklich kaum irgendwelche Leute reacten drauf und sagen, ja, der Typ hat's nicht alle. Er hat 500 Euro für Pokémon-Karten ausgegeben. Aber Leute, für euch tue ich das natürlich. Vor allem, weil ich hobbylos bin. So, weg damit und Karte weg. So, 1, 2, 3, perfekt, vorbei. So. Luxio fand ich wirklich aus dieser einen Serie bei Pokémon. Pokémon X, glaube ich. Fand ich den tatsächlich sehr gut. Pokéball. Von Toskas die Weiterentwicklung.
Pantomime. Pantomimus. Den hatte ich bis jetzt, glaube ich, noch nicht. Spoink hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Oder getradet dann bin. Okay, Tuskas. Denselben Pantomime von gerade eben nochmal in Glitzer Chrome. Grasaf und Mankey. Leute, die Vorentwicklung kenne ich von dem auswendig, weil es früher mein Lieblings-Pokémon war. Perfekt, Leute. Ich fand halt wirklich richtig, richtig traurig, kurzer Spoiler, falls ihr es noch nicht gesehen habt, dass Ash ihn weggegeben hat. Und das war dann auch so der Auslöser, warum ich kein Pokémon mehr wirklich geschaut habe. Erstens, weil ich halt älter wurde und zweitens, weil ich einfach keine Lust mehr darauf hatte, weil Mankey war halt ein wirklich tolles Pokémon. So, weiter geht's, Leute. Warum packe ich das da rein, wenn ich komplett behindert? So. 1, 2, 3 nach hinten. Hauptsache, es sind einfach mit dieser Karte zusammengezählt 12 Euro. 12 Karten, meine ich. Okay. Strepoli. Energieaufladung. Chronic, die Weiterentwicklung von Spoink, die hatte ich wirklich noch nicht. Komisches Pokémon. Rabe. Steinhaufen. Fette Pflanze. Pantomime. Okay, Leute, wieder eine Chrome-Karte. Molonk. Gute Karte. Und Phantom Frost. Ich wusste gar nicht, dass Phantom eine Weiterentwicklung hat. Naja, cool. So, Leute, wir haben noch ein paar Packs und ich nehme jetzt schon seit 11 Minuten auf, also ich muss nicht beeilen. Das schreit heute nach einer XXL-Folge. Wenn schon der Test das sieht, grüße ihn raus an dich. Okay, der Typ. Edelfächer. Ferronk. Irgend so ein fettes Schwein halt. Habe ich jetzt ernsthaft die Weiterentwicklung und Vorentwicklung von diesem Viech gezogen? Fettes Schwein. Kleines Schwein. Cool. Bauarbeiter. Unbezahlt wahrscheinlich. Leute, die Vorentwicklung von dem anderen Pokémon da, was ich euch erzählt habe. Jo, Leute, Kalalamus, ach du Heiliger, ist auch Chrome, pack ich auch mal zur Seite. Nochmal genau dasselbe Pokémon, bloß halt nicht Chrome, perfekt. Gut. Ein Zuschauer hat sogar in die Kommentare geschrieben, dass ich die Karten mal stapeln soll. Ich glaube, würde ich diese Karten da stapeln, ich zeig's euch mal. Ich glaube, würde ich diese Karten stapeln, dann hätte ich hier... Wartet, ich zeig's euch mal irgendwie. Also ihr seid jetzt ungefähr... Keine Ahnung. Hätte ich ungefähr so einen hohen Turm. Das ist ungefähr... Keine Ahnung. 50 cm jetzt in meiner Luft die Hand. In der Luft die Bubble. Ist meine Hand ist 50 cm ungefähr in der Luft gewesen. So hoch wäre der Stapel dann jetzt ungefähr. Kartenturm fällt zusammen, ich finde es cool. So, perfekt. 1, 2, 3 nach hinten. Achso, Leute, PixArk kommt wahrscheinlich erstmal nicht mehr. PixArk hat mich... Ich will euch mal was sagen. Ich habe 5-mal probiert, PixArk aufzunehmen mit Junge Hunger. Jedes Mal ist alles gefailt. Aufnahme hat nicht. Ich habe Aggression bekommen, weil ich diesen dummen Bronto nicht zähmen konnte. Ja, bla bla. Psyau, auch so... Chrome glitzermäßig, perfekt. Schade, ich dachte gerade wirklich diese andere Karte hier mit Chrome. Leider nicht. Hier ist eine Feuersau abgebildet. Schmeckt bestimmt lecker. So. Ich glaube, wenn ich aufhöre, Pokémon Karten zu sammeln, verlose ich alle. So, Leute, kurze Info. Heute 18 Uhr oder so streame ich. Okay. Lactic war auch ein richtig geiles Pokémon. Perfekt. Leute.
Ach doch, die ist glitzernd. Die Karte hier. Humanoid. Wächter mit so. Hund und Wasser. Perfekt. So, das hätten wir auch geklärt. So. Perfekt. Leute, wir öffnen jetzt mal normal, weil ich habe keine Lust, immer drei nach hinten zu schieben und bla. Perfekt. So, du dahin. Onyx. Fisch. Fledermaus. Lange Zunge. Keine Ahnung. Purmel, auch genannt Wurmel. Super. Auch chrome-mäßig, cool. Enti! Leute, das ist ein legendäres Pokémon! Chrome, geil. Chrome, hier, Leute. Und das ist auch ein legendäres Pokémon, Enti. Perfekt. Okay, keine Ahnung. Okay, keine Ahnung. Fettfledermaus und, keine Ahnung. So, Leute, ich packe die Karte kurz ein. So, Leute, da bin ich jetzt auch mal wieder. Ich musste mir kurz 10 Minuten die Beine vertreten, weil einfach, ich kann nicht mehr, Leute. So, ich nehme jetzt schon locker 30, 40 Minuten auf. Und für euch sind es jetzt 16 Minuten. Okay, hilflose Schlange. So. Lin Fu, den kenne ich sogar nicht mal. Sieht aus wie ein stolzes Viech, die hasse ich am meisten. Leute, wirklich diese nervigen, stolzen Pokémon hasse ich wirklich. Tragosso! So, guck. Jo, Leute, ich habe mich schon gefragt, wann wieder eine kommt. Tragosso ist Chrome, aber Leute, die ist geiler. Fossia-Angriff, Fullos 5. Ja, cool, den packe ich direkt ein. Was haben wir hier sonst noch? Müll. Fleischfressende Kackpflanze. So. Huch, Leute, nein, die gehört da nicht rein. Die Schlange finde ich irgendwie süß. Weg damit. So, direkt eingepackt, Leute. Damit der auch nichts mehr passieren kann. So, weiter geht's. Perfekt, recht. So, Darm und alles shit. Ich hoffe, man kann alles gut sehen. Wir haben jetzt schon gefühlt jede Entwicklung hier. So, das Viech ist Chrome-mäßig. Mag's nicht so, aber okay. So. Achso, Leute, wie immer könnt ihr natürlich den Wert aller Pokémon-Karten, die ich euch am Ende des Videos zeige, insgesamt in die Kommentare schreiben. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr ein paar 2 wollt, weil da werde ich die restlichen da hinten unboxen. Huch, ihr seht's ja nicht, aber trotzdem. Ist schon ziemlich voll, Leute. So, dann hier, das hier. Perfekt. Okay, geh doch da rein, du ruinierst das Video. Danke. Komische, hässliche Fledermaus. Keine Ahnung. Hunduster, auch genannt Hundpfosten. Leute, ich habe nichts gegen Hunde, außer sie nerven. So. Tragosso erneut, aber generell habe ich halt nichts dagegen. Schlange! Oh, Leute, die ist sogar Chrome. Ich fand die eigentlich recht süß. Jetzt habe ich sie so. Nein, ist nicht wahr, oder? Fusuda, Angriff, Fullos, V-Max. Oh mein Gott, Rainbow. Leute, meine zweite Rainbow-Karte, die ich in meinem Leben je gezogen habe. Niederprügler 100, Giga-Einschlag 270. Ist nicht wahr. Ja, der Rest juckt niemanden. Ey, ist nicht wahr, Leute. Dagegen ist das andere wie ein Furz. Wo
ich dieses Pikachu gezogen habe. Leute, ich packe die Karte kurz komplett ein. Wer bis hierhin geschaut hat, Grüße gehen raus. Schneller Test, wenn du dieses Video siehst. Warte kurz. Ey, schneller Test, wenn du bis hierhin schaust. Dieses Video habe ich ja, dieses Pikachu habe ich letztes Mal gezogen. Das ist nichts im Gegensatz zu dem Viech. So, du kommst wieder dahin. Perfekt. Und einpacken. Und, Leute, ich muss mich beeilen. Ich habe noch ein paar Karten. Das Video geht schon seit über 20 Minuten. Und ich habe heute noch ein paar Leute versprochen, mit denen zu zocken. Weg damit, so perfekt, bla bla, so. So, zack, einmal hoch. So, bam. Kurz den Stauplatz machen. Ist mir jetzt egal, ob es überfließt. So. Oder auch nicht. So, wir haben hier ein Purmel, auch genannt Wurmel oder Surmel. Unnötig. Wieder so ein hässlicher Hund. Leute, Pokémon-Hunde sind hässlich. Generell habe ich aber wirklich nichts gegen Hunde. So, Schlange. Katze. Quabbel. Das Viech habe ich jetzt dreimal oder zweimal. Das ist also nicht selten. Ich glaube, 15 Euro waren das. Ich habe mich ein bisschen erkundigt, Leute. Ist nicht wirklich viel wert. Das rast sich ja jetzt auch nicht mehr so aus. Es geht mir aber eigentlich nicht um den Wert, sondern eigentlich ums Aussehen. Aber ich habe das Viech jetzt schon drei oder zweimal. Also, juckt mich eigentlich nicht. Ich habe Tatsache bis jetzt schon jedes Pokémon gefühlt, außer Glurak. So. Bronze. So. Ich mache jetzt mal ein bisschen schneller. Okay, das glitzert wieder. Das habe ich jetzt zweimal. Cool. So. Müll. So, dann hier das. Och, warum will ich das immer da reinpacken? Leute, ich zeige euch gleich mal was. Hoffe, das sieht man alles. Eigentlich nur Shit. Das hier ist auch Chrome. Da achte ich genau drauf, Leute. So. Bis jetzt, glaube ich, hatte ich nur ein einziges Pack, wo keine einzige Chrome-Karte drin war. So, Leute, kurze Sache. Von dem Pokémon, was da abgebildet ist, habe ich die, ist das die Karte, die ich euch gerade eben gezeigt habe? Also, diese, Rainbow-Karte. Weg damit und Krepos. Keine Ahnung. So. Hier das Vieh. Böses Pikachu, cool. Warte, war hier wirklich kein einziger Chrome. Doch, die Karte ist Chrome. Hab mich schon gefragt, weil wirklich bei jedem Pack ist wirklich Chrome dabei eigentlich. Huch. Muss mal ein bisschen zurück hier. Dit. Oh, ist Boink Chrome. Hundedämon. Hundedämon, Leute. Und das ist auch Chrome. So glitzernd. Ja, moin. Geil. Ich habe mich über den Hund witzig gemacht. Jetzt habe ich ihn in den Krass bekommen. Jetzt bin ich ihn nicht mehr mache ich mich nicht mehr witzig über den. Perfekt. So. Bis dahin. Wann du shit. So. Das sieht aber auch affig aus. Das nehme ich dann als erstes. Leute, natürlich da, wo von den Pokémon, wo wir die krasse Karte rausgekriegt haben, gerade eben. Die nutzen wir natürlich als allerletztes, um vielleicht nochmal eine krasse Karte zu kriegen. So. Pummel. Keine Ahnung. Quatsche. Schlange. Katze. Wishu kenne ich natürlich auch nicht. Perfekt. Aber ist trotzdem Chrome. Was auch immer das für ein Viech ist. Und Poncho. Perfekt. Gut, Leute, letztes Pack für heute. Ansonsten war's das.
Gut, Leute. So. Ist nicht wahr. Fließender Angriff. Boloso. V-Max. Das ist nicht wahr. Sonst ist ja alles Shit dagegen. Das ist nicht wahr, Leute. Es ist nicht wahr. Leute. Wartet kurz. So, nach einem kleinen 30-minütigen Ausraster bin ich wieder da. So, Leute, der Kartenbeutel ist erheblich gestiegen. Denn sind alle Karten, die habe ich da hingeworfen. Also Karten sage ich jetzt nicht, Kartenpacks. Wenn die Kamera jetzt umgefallen hätte, mich gezeigt, wäre das komplette Video zu Ende. So, das sind alle Chrome-Karten heute. Leute, schreibt mal eure Schätzung von dem Wert von... Wartet. Und... Schreibt mal die Wertschätzung von... den Karten insgesamt in die Kommentare. Würde mich freuen. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like und ein Abo da für ein Part 2. Ciao, Leute. Bam.